Das war natürlich alles ein bisschen ironisch gemeint, ist klar. So. Mal sehen, vielleicht sieht man ja schon, wie das werden soll hier. Das wird dann so gestaffelt. Geht das denn da hoch? Ihr kennt vielleicht so manchen gotischen Kathedralen, gibt es auch so eine Eingänge. So, ich glaube, jetzt sollte man das eigentlich oder sollte ich das eigentlich auch hinkriegen, wenn ich erzähle. Es ist immer so ein bisschen schwierig, hier so erzählen und gleichzeitig bauen. Wieso ist der jetzt nicht gekommen? Da muss ich natürlich hier noch ein bisschen weiter ausholen. Aber wir müssen das noch ein bisschen breiter machen. Hauptsache symmetrisch. Das ist erstmal klar. So, dann machen wir hier wieder das hier hin. Ja, Jugendliche. Es sind ja, wie gesagt, früher. Ich weiß nicht, worauf jetzt die Frage hinauslief. Ob man jetzt sagt, hier wegen Mobbing etc. Da habe ich ja schon mal was drüber erzählt. Ich bin ja früher auch gemobbt worden in der Schule. Heutzutage ist das natürlich alles vielleicht eine etwas andere Qualität, weil diese ganze technischen Kram wie Facebook und dieser ganze Scheiß, ehrlich gesagt, dazu ja verführen, sowas zu machen. Ne? Es ist ja alles anonym. Scheinbar, obwohl es ja nicht anonym ist, weil man sich ja bei der Anmeldung sozusagen irgendwie ausgewiesen hat, dass man das und das und das und das macht oder der und der und der und der ist. Aber es ist ja trotzdem irgendwie anonym. Wenn ich jetzt mich einlogge als Opa spielt bei Facebook zum Beispiel vielleicht, dann weiß ja keiner, wer da wirklich hinter steckt. Außer Facebook selber. Die wissen das. Aber ihr wisst das nicht, ja, meinen richtigen Namen. Gut. Genauso ist das in der Schule. Natürlich ist das klar, wenn jemand hier irgendwas schreibt über einen Mitschüler, das müsste ja Insiderwissen sein. Irgendeiner muss es ja. So. Irgendeiner muss es ja wissen. Und meistens sind es die Leute, die direkt neben dir sitzen, die über dich am meisten wissen. Vielleicht sogar die sogenannten Freunde. So. Jetzt kommt hier wieder so ein Schmuckding hin. Irgendwie wird das schon eine relativ langwierige Sache, glaube ich. Aber ich denke mal, dass wir den Raum hier fertig bekommen. So, jetzt kommt dann hier so eine ganze Batterie von den Steinen dahin. Ja, die Erde kommt dann natürlich auch noch weg. Ist klar. Autsch. Ja, es ist schon gefährlich. Ich habe auch hier keine Berufsunfallversicherung abgeschlossen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich meine, ich war ein braver Junge, ne? Da muss ich mal ehrlich sagen, früher als Kind. Aber die gibt es ja heute auch. Das sind ja nicht alle irgendwie renitent oder was. Aber einige schon, aber früher waren ja auch einige ein bisschen aufsässig und so, ne? Ich gehörte nicht dazu. Oder? Na gut, meine Eltern sind gestorben, die können da jetzt nichts zu sagen. Aber ich denke mal, dass ich doch ein ganz netter Junge war. Aber wie gesagt, das liegt jetzt nicht daran, dass es früher mehr nette Jungs gab als jetzt, sondern eben am Typ, ne? So, jetzt gehen wir mal eine Etage höher. Wir müssen ja hier auch aufkloppen.
die heutige Jugend. Ich würde nie sagen, die heutige Jugend ist besser oder schlechter. Erstmal muss ich sagen, ich habe zur heutigen Jugend nicht so irrsinnig viel Kontakt. Also ich bin kein Lehrer. Ich bin kein was auch immer. Oh, das war jetzt einer zu viel. Ich bin kein Lehrer, ich bin kein Sozialarbeiter, ich bin kein Kindergärtner oder ich bin alles das bin ich nicht. Die Leute, die berufsmäßig mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und das vielleicht seit 20 Jahren schon. Es gibt ja Lehrer, die schon 20 Jahre aktiv sind und die haben natürlich dann ein bisschen mehr Durchblick. Die können auch sagen, ja gut, jetzt hat sich da was geändert oder nicht. So. Den mal wieder dahin. So, jetzt rupfen wir mal hier die Decke ganz raus. Kommen dann so Zwischenböden noch hin, ist klar. Aber wir werden das hier schön groß und luftig halten. Ich weiß noch nicht, wie weit zurück ich die Zwischendecken da nehme. Wahrscheinlich nur 2 oder 3 Meter. Nämlich bis dahin, wo hier die... Das wäre es zum Beispiel. Bis dahin einfach mal... So, als nächstes kommt dann in der nächsten Etage das gleiche nochmal. Da sind wir jetzt hier. Da sind wir hier. Und hier sind wir da. Wo ist denn mein Essen? Da. So, was hat man mir gesagt? Ich kann die Haltbarkeit mit F3 gucken. F3 und H. Aber gleichzeitig bitte. Ne. Bringt nix. F3. H. Irgendwie will er nicht. Oder ich habe das falsch verstanden. Oder war das F5 und H? Das weiß ich. Also F3H geht schon mal nicht bei mir. Naja, ich bin da vielleicht so blöd. Keine Ahnung. So, Thema Jugend. Ach ja, jetzt zu mir so ein bisschen was hier. Ich bin ja im Moment krankgeschrieben. Ich hatte letzte Woche Schüttelfrost bekommen. Und Erkältungssymptome und sowas. Aber dann ging es mir wieder besser. Da bin ich zum Dienst gewesen. Hatte so ein bisschen rotes Bein oder Unterschenkel. War ein bisschen rot, der eine. Was haben wir denn hier? Ach, hier ist die Geheimtreppe. Ach, auch das noch. So, da muss ich auch passen. Vielleicht kann man die irgendwie so einbauen, dass das dann gar nicht auffällt. Ja. Und da bin ich heute ist ja Freitag, 30.10. übrigens, 0:02 Uhr inzwischen, nach einer halben Stunde Aufnahmezeit. Habe ich gar nicht gesagt. Also ich habe am Donnerstag angefangen, am Dienstag war ich beim Arzt gewesen und Arzt sagte, ja, das ist ganz typisch, fängt mit Schüttelfrost an und dann ein paar Tage später, hoppsa, geht es dann los mit diesen roten Beinen oder einem roten Bein. Das kann übrigens auch im Gesicht auftreten oder sonst wo. Aber Beine sind relativ häufig.
Es handelt sich um eine Wundrose. Ich habe da vorher zwar schon mal was von gehört, aber naja, gut. War mir jetzt nicht so geläufig, was das eigentlich genau ist. Habe ich es erwischt. Gute Nacht.